Insat TV, TV, TV. Land und Leute sind unsere Stars. Wir haben mit Ende letzten Jahres insgesamt 3840 Unternehmen im Bezirk Ried. Das bedeutet in Summe auch mehr als 21.000 gewerblich Beschäftigte und davon, Gott sei Dank, wieder leicht im Steigen, 1.100 Lehrlinge. Wir haben eine Arbeitslosenrate, die mehr oder weniger an der Vollbeschäftigung liegt. Und wir haben, Gott sei Dank, und das sieht man heute auch, ein lebendiges Gründergeschehen. Unser Bezirk ist einfach eine prosperierende, eine Boomregion, so wie wir schon des Öfteren bezeichnet worden sind. Wir haben uns also zum Teil sehr stark in Leichtbau und in die Komponentwerkstoffe, also unsere Firmen, dort hineingesetzt und da haben wir auch wirklich sehr großen Erfolg. Und wir sind natürlich, Bezirk Ried ist als überregionales Handelszentrum weit und bekannt. Im Rahmen einer Pressekonferenz konnte sich das Team rund um Christian Reich in der Wirtschaftskammer Ried vorstellen. Mein Name ist Christian Reich, bin, wie schon gesagt, der neue Bezirksvorsitzende. Und wenn ich das nicht mache, dann habe ich eine Firma namens Technologie Engel. Wir beraten und begleiten vor allem kleine und mittelständische Betriebe bei der Effizienzsteigerung im Büro. Mit der neuen Tätigkeit und jetzt auch mit diesem Wandel nach 6 Jahren, wo es der Lukas Erd, der das Amt jetzt an mich weitergegeben hat, haben uns wir zusammengesetzt im Team und auch im neuen Team und besprochen, was wir denn Neues machen wollen und sind zur Erkenntnis gekommen, dass sich die junge Wirtschaft etwas ändern muss. Also die junge Wirtschaft Ried vor allem, beziehungsweise wir uns ändern wollen, vor allem, weil es einfach auch die Gesellschaft ändert. Also das war für uns der große Anlass und als Ziel, als ganz klares Ziel haben wir für uns definiert, dass wir eine Gemeinschaft von jungen Unternehmerinnen und Unternehmern und solche, die es werden wollen, sein wollen. Also ich bin jetzt quasi für die Stadt verantwortlich, das heißt, wenn da Fragen aufkommen, kann man einfach direkt bei mir anrufen. Mir ist wichtig, dass wir einfach für alle nur ein bisschen mehr sichtbar sind. Also die, die was neu anfangen, die kennen vielleicht zwar die junge Wirtschaft, aber nicht, wer steht da dahinter. Dass man das eben mit den Veranstaltungen gut schon mal macht, dass man sagt, da zieht man schon viel Neue an, dann kennen sie uns auch gleich noch mehr. Und als Netzwerk quasi einfach und als Gleichgesinnte, dass man einfach sagen kann, wenn Fragen aufkommen oder irgendwelche Themen, dass man uns direkt einfach ansprechen kann. Die junge Wirtschaft ist und bleibt auch das größte Jungunternehmernetzwerk Österreichs und somit auch in Oberösterreich. Wir haben in Oberösterreich ca. 25.000 Mitglieder, deren Interessen wir zu vertreten haben und die wir auch vertreten. Und das bringt mich zum dritten Punkt und zur dritten Säule, ist das Thema Interessensvertretung. Warum ist das so wichtig? Es muss sich jemand für die Interessen der jungen Unternehmer einsetzen und wer, wenn nicht die jungen Unternehmer selbst, machen das oder sollen das machen? Wenn wir natürlich aus unseren eigenen Erfahrungen sehen, wo sind Stolpersteine vielleicht im Bereich der Gründung, wo sind Stolpersteine nach der Gründung und genau diesen Themen widmen wir uns. Am selben Abend wurde im soeben fertiggestellten neuen BMW-Betrieb Drive Me in Ried Hohenzell den Mitgliedern und Freunden das neue junge Wirtschaftsteam vorgestellt. Herr Hermann Seder, das Innviertel Drive Me in Ried heute praktisch schon ein Probegalopp. Ja, stimmt. Wir freuen uns sehr, dass wir heute die junge Wirtschaft bei uns im Haus haben. Die erste größere Veranstaltung, die wir hier im Haus haben. Unsere offizielle Eröffnung werden wir am 13. 14. März machen. Also jeder, der da bei uns vorbeischauen kommt, möchte, ist natürlich herzlich willkommen. Auf das freuen wir uns schon recht. Sie kommen als Dominator aus dem Salzkammergut, wollen das Innviertel erobern? Ja, wir hoffen, dass wir hier auch erfolgreich sind. Wir haben ja eine tolle Marke mit BMW, die, was wir so gemerkt haben, in Innviertel auch schon sehr gut vertreten ist, wollen natürlich uns hier breit machen, wollen eine gute Dienstleistung anbieten und wollen viel Auto verkaufen. Herr Eichinger, wenn man für das ganze Land zuständig ist, für die junge Wirtschaft, wie sieht man dann das Innviertel, wie sieht man respektive Ried im Innkreis? Ich bin total froh, dass ich heute im Ried im Innkreis sein kann. Die junge Wirtschaft hat da sehr, sehr viel weitergebracht bereits und ist ein extrem starkes Team, was sich jetzt neu formiert hat mit ganz tollen Innovationen und Visionen für die nächsten Jahre. Total spannend und freut mich total, dass die ehrenamtlich so tätig sind. Nach 6 Jahren Obmann der jungen Wirtschaft für den Bezirk Ried, wie freut man sich da, wenn man das abgeben konnte oder ist Wehleid, Mitleid auch dabei? Ja, also es ist sicher beides, also die Wehmut auch mit dabei, weil es einfach eine super Kameradschaft ist, auch im Vorstand, im Netzwerk. Ich habe über das Netzwerk sehr viele Freunde, Geschäftspartner,
super Menschen kennengelernt. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, wenn man so eine Arbeit abgeben kann als Ehrenamtlich, wo doch einige 100 Stunden jetzt in Summe über die Jahre eingegangen sind, ja, und das auch in gute Hände vor allem was, also auch weitergeben kann, dann freut man sich auch, dass das weitergeführt wird und dass man dementsprechend die Zeit auch anders nutzen kann. Der erste Tag ist gut über die Bühne gegangen. Ja, hat super funktioniert. Ich meine, eine klasse Stimmung, wie man im Hintergrund sagt. Gute Leute, also genauso wie geplant. Was nimmt man sich vor, wenn man so eine Position einnimmt, wenn man sich dazu auch überreden lässt, den Vorsitz zu übernehmen? Wichtig ist, glaube ich, dass man einen Plan hat, ein tolles Team, was wir zusammengestellt haben und einfach ein Ziel, was vor Augen haben, wie es bei uns ist, mit der Gemeinschaft an jungen Unternehmerinnen und Unternehmern und solche, die es werden wollen. Wenn man sich sowas mal entwickelt hat, dann, glaube ich, kann man ganz gut vorangehen. Gibt es einen persönlichen Schwerpunkt? Mir persönlich taugt wirklich einfach das Netzwerken, das mit die Leute, das Miteinander, diese Gemeinsamkeit, also bin ich wirklich ein Fan davon. Wie wird man junge Wirtschaft Mitglied? Indem, dass man es relativ einfach bei uns auf der Website auf jungewirtschaft.at rechts auf Mitglied werden klickt, unkompliziert oder auf uns zukommt, das ist ganz unbürokratisch. Aber man muss schon Unternehmer sein. Entweder man ist unternehmerisch tätig oder auch gründungsinteressiert, ist uns auch wichtig. Wenn man in die Unternehmensluft reinschnuppern möchte, dann ist man genauso willkommen bei uns. Ein neuer Obmann, aber der Abschied vom Scheidenden tut auch weh. Abschied tut immer weh, das ist ganz klar. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Lukas Erhard hat das wirklich toll gemacht in den letzten 6 Jahren. Also von daher ist natürlich ein tränendes Auge mit dabei. Aber ich glaube, dass der Christian Reich ein optimaler Nachfolger ist für den Lukas. Und wir werden sehen, ein ambitioniertes Programm haben sie auf alle Fälle für das Jahr 2020. Und das andere wird sich weisen. Zum Kennenlernen gab es unter anderem einen Fliegerwettbewerb. Zwar geht es dabei, wie in der Wirtschaft, nicht darum, die größte spontane Höhe zu erreichen, sondern um das erreichbare Ziel.